Sonnabend, Nachmittag am 21. November. Es ist wieder ERF-Pokalzeit in der GTEC Arena. 3527 Zuschauer sind dabei. Gegner ist die Mannschaft Csogoi KK aus Ungarn. Nicht dabei beim SCM sind die verletzten Jurenatik und Zielko Musa. Begrüßt wurden auch die alten Kämpfer des SC Magdeburg. Es ist angerichtet für das europäische Parkett. Der Start für die Hausherren war alles andere als optimal. Hier in der 8. Minute das 4:5, Anschlusstreffer also von Robert Weber. Und es kam noch schlimmer. In der 11. Minute verwandelt Philippe Mota zum 4:7, die Ungarn 3 vor. War es nun SCM? Es folgt ein Torwartwechsel beim SCM. Dario Quenstedt steht nun im Tor und erhält. Im Gegenzug dann das 6:7 von Jakob Bagerstedt. In der 16. Spielminute die Chance für Robert Weber per 7 Meter zu verkürzen. Es sollte übrigens der einzige 7 Meter für den SCM im Spiel bleiben. Aber er scheitert am ungarischen Torwart. In der 18. Minute dann Pass von Robert Weber auf Jakob Bagerstedt und da ist endlich der Ausgleich. Unter den Zuschauern auch Ministerpräsident Haseloff. 21. Minute. Die Ungarn verlieren den Ball und der SCM nutzt die Chance. Nemanja Zelenovic mit dem 12:11 und damit der ersten Führung der Hausherren. Der Club dreht jetzt endlich das Spiel. Und während der Gästetrainer seine Spieler coacht, beginnen auf dem Hallenparkett die Damgard-Festspiele. 12 Tore wird er im Spiel machen, hier das 15:11. Die Ungarn haben erhebliche Probleme, versuchen es mit einem zusätzlichen Feldspieler. Diese Chance lässt sich Robert Weber nicht entgehen. In das leere Tor fliegt der Ball zum 19:12. Adam Gebhardt für die Ungarn und Michael Damgard mit einem Freiwurf besorgen den Halbzeitstand 22:15. In der 41. Minute scheitert Michael Damgard am Torwart der Ungarn, der sich aber einen kapitalen Fehlpass leistet und Fabian van Olfen macht so das 30. Tor 30:22. In der 43. Minute die Ungarn im Angriff. Dario Quenstedt hält und der Ball geht auf kurzem Weg zu Robert Weber, der sich mit dem 32:23 bedankt. Der SCM jetzt 9 Tore vor, das sollte Sicherheit geben. Das 40. SCM-Tor ist sein 5. Treffer im Spiel. Neuzugang Nemanja Zelenovic mit dem 40:33. Aber die Gäste gaben nicht auf. Schön freigespielt und dann das Tor Nummer 34 durch Rudolf Falovegi. Die Ungarn wieder auf 6 ran. 3,5 Minuten vor Schluss. Ein weiteres schönes Tor von Zelenovic. 42:34. Was keiner ahnte, es war auch das letzte SCM-Tor im Spiel. Die Ungarn gaben noch einmal richtig Gas, marschieren durch die SCM-Abwehr und kommen hier durch Egon Hanusch zu guter Letzt auf 5 Tore ran. 42:37, so der Endstand. Das kann eng werden. Und hier die Stimmen zum Spiel. In der dritten Runde des ERF Cups 2015-2016. Ihr wart am Anfang sehr gut drauf, habt dem SCM richtig Probleme gemacht. Dann ist das Spiel gedreht, dann kam der SCM auf. Wie ist dein Fazit? Ich sehe es so aus. Wir in den ersten 15 Minuten hatten so Kraft für diesen Tempo. Leider nach den 15 Minuten hatten wir nicht. Magdeburg ist ein Bundesliga-Club. So Atomhandball, wir sagen das so. Und ich denke, das war die Difference. Wie wird das Rückspiel laufen in Ungarn? Ja, wir gehen, um zu gewinnen. Ja, wir wissen, dass Magdeburg ein sehr gutes Team ist, aber wir werden uns alles geben, ja, anstehen zum Winnen. Yves, das ging ziemlich schwer los. Die Ungarn lagen euch nicht so richtig am Anfang. Ja, ich glaube, das ist wie vorher auch schon angekündigt. Wir hatten jetzt nicht so viel Material. So eine kleine Wundertüte für uns gewesen, noch ein kleines Geheimnis. Sie waren gut vorbereitet. Nichtsdestotrotz haben wir hier das Spiel komplett beherrscht, also bis zum Schluss. Was war da die Initialzündung? Ja, ich meine, wir haben das Tempo halt hochgehalten und ich weiß halt nicht, wie das halt ist, wenn man so Reisestrapazen in den Knochen hat und wie die Qualität dann ist, aber auf jeden Fall haben wir das bis zum Schluss hochgehalten und machen selber extrem viele Fehler, sodass wir halt
die 7 Tore zum Schluss ein bisschen einbüßen. Ihr wart ja 9 Tore weg. Man hat immer darauf gewartet, die 10 Tore kommen noch. Zum Schluss plus 5. Wie ist dein Fazit? Ja, es war eine Menge Stress im Spiel. Also dadurch viele Fehler, unnötige Fehler. Vor dem Spiel haben wir ein bisschen die Abwehr umgestellt. Wir wollten ein bisschen defensiver agieren. Haben es aber auch nicht besser gemacht. Vor allen Dingen in der Positionsabwehr haben wir einfach zu viele Tore bekommen. Ja, müssen wir analysieren und weitermachen. Jetzt geht's gegen Hannover am Mittwoch. Wir gewinnen das Spiel mit 5 Toren. Jetzt sage ich mal, es war gar nicht so schlecht, wenn man 40 Minuten ohne Torwart und 60 Minuten ohne Deckung spielt. 37 Gegentore sind indiskutabel. Und wir hätten das einfacher haben können nächste Woche, aber wir wollen es schwer haben. Und insofern fahren wir da jetzt hin. Ich denke mal, so viele Tore werden da unten nicht fallen. Das heißt, wir sprechen hier von plus 4. Eigentlich komplett unnötig, aber so ist es nun mal. Was war dein Eindruck? Woran lag's? Ich meine, die Ungarn sind super reingekommen, haben geführt. Dann irgendwann fällt der Groschen, das Spiel kippt, der SCM liegt plus 9 vorn. Ja, aber das plus 10 kommt nicht. Ja, ich kann sie nicht beantworten, so kurz nach dem Spiel. Aber das ist eben, vielleicht ist es dann zu einfach und das sind Nachlässigkeiten. Zum Glück haben wir Michael Damgaard, der hier eine Solo-Show abliefert, aber ansonsten kann man mit dem Spiel nicht zufrieden sein. Wenn man 37 Tore zu Hause kriegt, da ist was verkehrt. Michael, 12 Tore, herzlichen Glückwunsch. War das Ihr Spiel heute? Aber wir gewinnen nur mit 5 Toren heute, so das ist nicht gut genug und wir verloren die zweite Halbe. Das war scheiße. Wie schwer wird es jetzt in Ungarn? Das ist immer schwer, nicht zu spielen zu Hause. Aber wir gehen oder wir fahren zu gewinnen, natürlich.